War das vielleicht ein Feuerwerk, das da Ben Jovan am zweiten Tag der Südostasienmeisterschaft im Fechten abbrannte? 1:0. 2:0. 3:0. 4:0. 5:0. Ben Jovan, bester Säbelfechter der Vorrunde. Bei Degenmädchen Tani läuft es gerade andersrum. Alles verloren und letzte der Vorrunde. Kleiner Trost, Tani ist erst 14 und sollte hier nur Erfahrung sammeln. Tong Puerk und Da Kambong überstehen zwar die Vorrunde, aber im ersten K.O. ist auch für sie Schluss. Hier für Tong Puerk und hier für Da Kambong. Nur Ben Jovan hat gut lachen. Er war unter die letzten 16 gesetzt und kann zusehen, wie sich die anderen durch das Turnier quälen. Für Onchan kommt das Aus im 16er K.O. Für Kraiokem auch. Schade, dass es für diesen Spagat keine Haltungsnoten gibt. Heckert war zwar schlecht gestartet, kämpft sich aber durch die K.O.s bis unter die letzten 4. Da wollte auch Ben Jovan hin, aber eine Verletzung stoppt den Säbelfechter. Für Heckert geht es jetzt um Gold oder Silber. Sein Kontrahent stürzt zwar, bleibt aber nicht liegen und fällt zurück. Inzwischen auch in Ho Chi Minh City eingetroffen, General Kasem Wong vom thailändischen Fechtverband. Heckert verliert, aber Bronze kann ihm keiner nehmen. Die zweite für Thailand in diesem Turnier. Der Gegner hat das Gefecht taktisch sehr gut gelöst und hat natürlich mich dann in die Patrouille gebracht. Und bei mir hatte ich das Problem gehabt, dass ich nicht so viel Zeit hatte, da mich sportlich darauf vorzubereiten auf dieses Turnier. Ein Thai und 3 Vietnamesen auf dem Siegertreppchen. Und dabei gibt es den vietnamesischen Verband erst seit kurzem. Was machen die anders als die Thais? Wir haben das Problem in Thailand, dass die Organisation einfach den Fechtern keine Ziele gibt, wie zum Beispiel, okay, wir schicken euch am Ende des Jahres zu den jeweiligen Turnieren, damit die Fechter dann sich selber darauf selbst einstellen und selber dann individuell weiter trainieren. Das Problem ist eben bei uns, der Fechterband hat keine Strukturierung. Die Fechter selber haben keine Disziplin oder sagen wir so, kein Ehrgeiz zu sagen, okay, dann trainieren wir selbstständig weiter. Also sind 2 Faktoren, die da uns selbst ein Bein in den Weg stellen. Nun ja, es kann ja auch in Thailand vielleicht mal wieder aufwärts gehen.